Führt der Volkswagen-Crash jetzt dazu, vor dem viele Experten schon seit Jahrzehnten gewarnt haben? Denn Tarifverträge, die teilweise ausgehandelt worden sind, sind nicht mehr haltbar und werden spätestens in Wirtschaftskrisen negative Auswirkungen haben. Wie wir es jetzt bei Volkswagen sehen, wo bis zu 30.000 Stellen jetzt in Gefahr sind. Nicht aber so bei den Grünen, denn die sind ja noch nicht ganz in der Wirklichkeit angekommen. Dort fordert man weiterhin das Tariftreuegesetz, dass nur noch Unternehmen zum Beispiel mit öffentlichen Unternehmen zusammenarbeiten dürfen, wenn sie einen Tarifvertrag haben. Und alle anderen, das sind dann die bösen Unternehmen. Doch selbst die IG Metall kippt jetzt ihr großes Versprechen in der Volkswagen-Krise. Wo man auch sagen muss, jetzt sind sogar Gehaltskürzungen auf dem Tisch. Und dann herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater. Und ja, wie wir wissen, es sind immer mehrere Maßnahmen, die irgendwann eine giftige Mixtur zusammenbrauen. Wie ich schon immer wieder gesagt habe, ist es nicht die eine Steuer, ist es nicht die eine Bürokratiemaßnahme, ist es nicht der eine Mindestlohn, der am Ende dazu führt, dass Wirtschaftssysteme oder Unternehmen am Ende unter den staatlichen Vorgaben kollabieren. Sondern es ist am Ende immer eine große Mixtur, wie man sich es auch so vorstellen kann, wo, sage ich mal, wie es damals in Asterix und Obelix war, auch die Hexe schön brav alles Mögliche reingeschmissen hat, um einen giftigen Trank zusammen zu brauen. Am Ende ist es natürlich schon so, dass man sagen muss, vielleicht war jetzt auch die Ampel genau die letzte im Grunde, ja, Rezeptur oder das letzte Stückchen, was gefehlt hat, dass das Ganze kollabiert. Wir erinnern uns, letztes Jahr war auch an der Stelle hier Ricarda Lang ja noch ein Riesenfan davon und hat hier gefordert, Grüne fordern Tariftreuegesetz bis zur Sommerpause. Übrigens, letztes Jahr im April. Jetzt ist es so, dass natürlich hier aber solche Tarifverträge am Ende auch dazu führen, dass natürlich die Vertragsfreiheit von Unternehmen immer weiter eingeschränkt wird. Also man kann nicht mehr individuelle Verträge einfach schließen. Hat in manchen Fällen natürlich Vorteile, wenn man sagt, hey, wir haben hier an dieser Stelle ganz einfach, was weiß ich, XYZ, 100.000 Mitarbeiter und haben dann ein einfaches System. Führt aber zu einem großen Problem, denn vor allem die Leistungsträger wollen nicht in diesen Tarifvertrag rein und haben natürlich auch hier das Problem, dass viele Leistungsträger eben dann dadurch natürlich weniger verdienen, als sie verdienen könnten. Und jetzt berichten mehrere Medien, wie zum Beispiel Bild, Manager Magazin und andere, gerade erstens davon, dass genau unter anderem jetzt hier die IG Metall natürlich alles versucht, um Jobs zu erhalten und jetzt sogar Lohnkürzungen relevant werden. Bedeutet, auch wenn du jemand von den, sag ich mal, 120.000 Mitarbeitern bei VW bist, die wirklich einen guten Job machen, die wirklich gute Leistung bringen, ist es jetzt hier, laut zumindest Bildinformationen, das kann ich jetzt auch hier mal kurz einblenden, ist kein Plusartikel, heißt es hier, Gewerkschafter und das Land Niedersachsen hier auch, ist übrigens Miteigentümer, warnen vor massivem Jobabbau. Jetzt bringen Experten daher eine Alternative und zwar sogar den Lohnverzicht ins Spiel für Mitarbeiter. Hintergrund ist, dass man sagt, naja, man möchte versuchen mit Biegen und Brechen alle 30.000 Jobs, die ja jetzt zur Debatte stehen, hier zu erhalten. Ist übrigens auch eine Maßnahme, die man ja ganz klar sagen kann. Wenn Unternehmer oder Mitarbeiter in den letzten Jahren natürlich massiv an den Gewinnen des Unternehmens partizipiert haben, war immer schon meine Frage, sind Arbeitnehmer auch bereit, an den Verlusten mitzutragen? Da ist es natürlich schon, dass das Ganze jetzt eher zähneknirschen wird. Der Regierungsberater hier, Professor Jens Südekum, von der Uni Düsseldorf sagt zum Beispiel hier, eine Sanierung wird Zeit brauchen. In der Zwischenzeit ist ein Sparkurs unvermeidbar. Das könnte auch Lohneinbußen bei den Beschäftigten bedeuten. Das ist zwar unangenehm in dieser Zeit, wo die Preise weiterhin hoch sind, doch sichere Job gibt es nicht umsonst. Nämlich, was auch bisher ja auch, sage ich mal, in der Automobilindustrie gab, was ja zum Beispiel in Bayern bei uns weiter ist, wo man auch gesagt hat, in den letzten Jahrzehnten war es immer so, hey, wenn du einen Job bei BMW hast oder sowas, das ist, das B steht für Beamtenstatus so ein bisschen. Also, da war es auch hier in Regensburg, wir haben ja auch ein großes BMW-Werk, da galt es immer so, okay, wenn du im Grunde eine Ausbildung dort gemacht hast und relativ, sage ich mal, gut warst, natürlich musst du nicht Top-Leistung erbracht haben, aber dann war das B im Grunde Beamtenmaschinenwerk so ungefähr. Beziehungsweise Beamtenmotorenwerk. Und jetzt ist es an der Stelle so, dass das aber gekippt worden ist. Denn auch die Jobgarantie ist ja weg. Und hier sagt auch die Wirtschaftsweise Professor Dr. Grimm, Professor Veronika Grimm, Lohnverzicht kann eine Möglichkeit sein, zunächst Jobs zu erhalten und so den Wandel sozialverträglicher zu gestalten.
Und auch der IFO-Chef, hier der Professor Clemens Fürst, sagt, Konzessionen bei den Lohnkosten, Arbeitsplatzabbau bremsen. Das alles ist natürlich jetzt hier ein Thema, wo man sagt, okay, man möchte hier einen massiven Druck auf die Arbeitslosenversicherung und auch den Steuerzahler mit Bürgergeld, denn einige der Jobs, das muss man auch wissen, gerade im Bereich von Volkswagen, es sind ja nicht alles hochqualifizierte Personen, die jetzt, sage ich mal, morgen sofort wieder einen Job finden. Einige davon haben im Grunde eigentlich jetzt geplant, zum Beispiel bis zur Rente bei VW zu bleiben. Und um diese jetzt, sage ich mal, sozialverträglich dort zu halten, könnte es sein, dass natürlich hier auch aus steuerpolitischen Gründen eingegriffen wird. Denn hier heißt natürlich aber auch, und jetzt ist es richtig krass, hier zum Beispiel von Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management heißt es, Kosten müssen runter, das ist eine unbequeme Wahrheit. Die Party der Automobilindustrie, von der wir in den letzten 20, 30 Jahren profitiert haben, ist vorbei. Das alles wird jetzt aber auch natürlich massive Auswirkungen auf entsprechend die Steuern in Deutschland haben. Nämlich, wenn wir jetzt eine Kürzung haben, und hier heißt sogar, dass hier irgendwas von 10%, habe ich in einem anderen Artikel gelesen, soll hier gekürzt werden bei den Gehaltern und eine 4-Tage-Woche eingeführt, was ja schon mal vor 30 Jahren der Fall war, dass man hier wieder dieselbe Maßnahme durchführt. Bedeutet, in Niedersachsen, Hannover und entsprechenden Werken fällt natürlich hier das Lohnsteuer und entsprechend auch Sozialversicherungsaufkommen, weil man am Ende sagt, okay, wir werden die Gehälter reduzieren. Das erhöht natürlich dann wieder, sage ich mal, prozentual, und das ist ganz wichtig, nicht nur auch hier entsprechend den Bruttolohn der Arbeitnehmer, sondern auch entsprechend hier die Arbeitgeberanteile werden reduziert. Und das zieht aber jetzt eine Kettenreaktion nach sich. Denn, was man nicht vergessen darf, alle Arbeitnehmer, die bei VW sind, zahlen ja auch in die deutsche Rentenversicherung ein. Bedeutet in der Folge, diese haben dann, diese 30.000 Menschen, sollte es zu dieser Maßnahme kommen, 10% weniger in, was weiß ich, 20, 30 Jahren, je nachdem wann sie in Rente gehen, weniger eingezahlt. Punkt Nummer 1, Rentenversicherung reduziert. Punkt Nummer 2, der Druck auf die Krankenversicherung. Und das ist auch ganz wichtig, wir sprechen hier nicht nur am Ende über 30.000 Arbeitnehmer, die direkt bei VW sind, sondern auch noch um die angeschlossenen mittelständischen Unternehmen, die als Zulieferer unterwegs sind. Und wie gesagt, das geht am Ende sogar bis zum Friseur. Ich war heute auch beim Friseur. Bis zum Friseur an der Stelle, der, sag ich mal, in Wolfsburg unterwegs ist und der vielleicht überwiegende Kunden von Volkswagen. Das hat eine volkswirtschaftliche Gesamtauswirkung, die sich komplett durchzieht. Erstens, Steueraufkommen reduziert sich. Sozialversicherungsaufkommen reduziert sich. Angehängte, sage ich mal, Unternehmen, Zulieferer, werden hier davon betroffen sein. Haben wir auch schon bei ZF und anderen gemerkt. Und Punkt Nummer 4 ist ganz klar aber auch Dienstleistungen, die jetzt, sage ich mal, örtlich sind. Bäcker, Metzger, Wirte, Lebensmittelhandel und sonstiges, werden hier auch Auswirkungen haben. Das am Ende, gerade wenn wir hier über 30.000 Menschen sprechen, die, sage ich mal, laut aktuellen Studien, wo ich auch schon mal vorgestellt habe, ca. 3 Millionen Menschen in Deutschland sind direkt oder indirekt abhängig von entsprechend hier der Automobilindustrie, größtenteils auch Volkswagen. Und wer rechnen kann, 80 Millionen Menschen in Deutschland, davon, sage ich mal an der Stelle hier, 3 Millionen, das sind an der Stelle etwas unter 5%, die hier direkt dabei sind. Gehen wir noch eine Stufe weiter und sagen, okay, wenn wir hier rein von den Netto-Steuerzahlern sprechen, also von der Privatwirtschaft, dann ist das Ganze noch ein bisschen heftiger. Denn hier haben wir nur 16 Millionen Netto-Steuerzahler, also die, die nicht direkt oder indirekt hier vom Staat direkt abhängig sind, also sprich, die irgendwie Beamten sind, öffentlicher Dienst, sage ich mal Bürgergeldempfänger oder Rente oder sonstiges, die den Status haben, Privatwirtschaft, sie erwirtschaften Steuern, das wird eine Kaskade nach sich ziehen. Hier heißt es vor allem aktuell auch von der IG Metall, dass im Grunde, dass man dafür offen sei. Und da heißt es hier wörtlich von IG Metall-Chefin Christiane Brenner, ist offen dafür, es nochmal so zu machen. Eben 4-Tage-Woche und Lohnverzicht von mehr als 10%, heißt es hier von der Recherche und auch von der Bild. Wir sollten nichts unversucht lassen, um Beschäftigung zu erhalten. Das klingt jetzt schon mal gut. Und ich glaube auch, und meine Theorie könnte sich bestätigen, dass auch an der Stelle hier durchaus auch weitere Maßnahmen kommen. Denn, wie gesagt, spannend ist das Thema aktuell, 4 Milliarden durch Intel, und auch hier heißt es ja, VW-Manager sagen hier 500.000 Autos fehlen und es geht hier um 5 Milliarden. Bitte, ganz wichtig, vergesst das Thema Dividenden und sonstiges, weil auch hier übrigens an der Stelle ganz einfach das eine Vergangenheitsbetrachtung ist, plus zusätzlich
Übrigens auch die größten Stimmrechtsanteile hier immer noch das Land Niedersachsen hat. Das finanziert auch wieder diese Dividendenstaat, also im Grunde das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover mit. Also bitte, dieses Thema sollte man vollkommen, wenn man, sage ich mal, fachlich argumentieren will, auslassen. Was aber hier jetzt bedeutet, und jetzt kommen wir nämlich, sage ich mal, relativ spannend. Hier heißt nämlich von einem Wirtschaftsexperten auch Michael Kruse von der FDP. Der sagte wörtlich, ein Kahlschlag bei VW wäre für den deutschen Industriestandort höchst alarmierend. Und jetzt ist es spannend. Während die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zerrinnt, begibt sich Habeck auf unvergnügliche Wärmepumpen-Lobbytour. Und jetzt geht es nämlich auch nochmal weiter. Und zwar habe ich hier noch einen weiteren Teil, wo es darum geht, dass Habeck selbst sagt, mittlerweile, wie gesagt, das sind jetzt alles hier Zitate, wir werden natürlich alles versuchen, um entsprechend natürlich hier die Jobs zu erhalten und auch wieder so ein bisschen too big to fail, was ich hier schon so ein bisschen raushöre. Was bedeutet, komme, was wolle. Also bedeutet an der Stelle, die 4 Milliarden von Intel könnten relativ schnell über den KTF doch umverteilt werden in vielleicht eine neue Mobilitätsprämie. Denn auch hier gibt es schon Recherchen von ein oder anderen Medien, die auch ganz klar sagen, hier könnte es durchaus, sag ich mal, Gelder geben. Was am Ende bedeutet, hier das Tariftreuegesetz, das die Grünen so hart wollen, führt am Ende jetzt dazu, dass vor allem auch solche 30 Jahre, man muss sich vorstellen, 30 Jahre keine betriebsbedingten Kündigungen, Entschuldigung, wie gesagt, ich weiß, da verlieren einige Personen ihre Jobs, das ist hart, aber aus Unternehmersicht, aus rein unternehmerischer Sicht her, ist das eine grottenschlechte Entscheidung gewesen. Warum? Weil wenn es einem Unternehmen mal schlechter geht, dann ist es, wie gesagt, so hart, wie es ist, aber am Ende führt es dann dazu, dass vielleicht damals, sind wir mal ganz ehrlich, dann hätten vielleicht an einem gewissen Punkt 3.000, 4.000 Menschen ihre Jobs verloren. Das muss man ganz klar sagen. Die hätten ihre Jobs verloren vielleicht vor 10, 20 Jahren. Jetzt, da wir dasselbe Problem haben, dass hier an der Stelle erstens mal 30.000 Menschen laut Manager-Magazin ihre Jobs verlieren können, plus die angebundenen Unternehmen, plus, das sind im Grunde Probleme, die man immer weiter hinausgeschoben hat. Und jetzt will man das wieder mit Steuergeldern retten. Da sieht man einfach, dass solche Zwänge, wie sie auch jetzt hier durch das Tariftreuegesetz kommen, würden am Ende nur die gesamte Wirtschaft in Deutschland weiter destabilisieren, weil es vor allem auch bestimmte Bereiche gibt, wo man ganz klar sagen kann, da macht auch ein Tarifvertrag oder sonstiges keinen Sinn. Vor allem auch, weil man da natürlich auch ganz andere Strukturen hat. Und wie gesagt, alles, was hier wirklich für Leistungsträger ist, und das ist am Ende das, wo man sagt, dann würden diejenigen davon profitieren. Und deswegen bezweifle ich auch, dass das Tariftreuegesetz wirklich so positive Auswirkungen hat. Denn am Ende heißt es immer wieder, muss man schauen, was der freie Markt hier gibt und nicht das, was man gerade macht hier in einem planwirtschaftlichen Sozialismus, der gerade stattfindet, dann die Unternehmen so auszupressen, dass sie nur noch als im Grunde Milchkuh, sage ich mal ganz krass gesagt, für die Umverteilung da sind. Und das merken natürlich jetzt Politiker wie Ricarda Lang und vor allem auch Robert Habeck immer stärker, weil ihnen einfach gerade alles so ein bisschen um die Ohren fliegt. Und das ist auch, weil ich gesagt habe, auch bei Angela Merkel, Union, lief nicht alles gut. Ich meine, die hat die größten Fehler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland begangen, aber sie hatte einen Vorteil. Das haben jetzt die Ampelianer nicht mehr, nach den Merkelianern die Ampelianer, klingt aber auch genauso schwierig, und zwar Wirtschaftswachstum. Angela Merkel konnte alle ihre steuerpolitischen, wirtschaftspolitischen Fehler und energiepolitischen, sozialpolitischen Fehler dadurch ausgleichen, dass sie erstens mal das günstige Geld hatte, Nullzinspolitik, und vor allem auch ein massives Wirtschaftswachstum, was dann dazu geführt hat, dass die Steuereinnahmen so spulen. Auch, jetzt kommen wir zu einem Punkt, weil vor allem hier natürlich gerade immer sehr, sehr gerne dadurch auch argumentiert, ja, Roland, aber die Gewinne von Volkswagen und Vorsicht, das ist auch alles eine Vergangenheitsbetrachtung. Und hier müssen die Unternehmer schlichtweg auch auf die Zukunft schauen. Und da habe ich auch schon diese Woche, wie gesagt, einen Podcast mit Kolja und einem anderen Influencer auch gehabt, wo es auch darum ging. Vielleicht, das ist meine persönliche Meinung, gibt es Risiken auch in der Bilanz von Volkswagen, die aktuell noch nicht bilanziert sind. Und vielleicht gibt es doch noch Sonderabschreibungen, die uns jetzt dann wirklich vielleicht mal richtig Probleme machen könnten und Volkswagen dann seinen bisherigen Gewinn komplett auf Talfahrt schickt. Steuergestaltung, Bilanzkosmetik könnte man es höflicherweise nennen, ist immer möglich. Und dann reden wir aber auch davon, dass hier auch Millionen bzw. Milliarden von Steuergeldern plötzlich wechseln. Und das sollte man wirklich im Blick behalten, ob man dann, sag ich mal, weiterhin solche durchaus fragwürdigen Gesetze, wie das Tariftreuegesetz fordert, wenn, wie gesagt, jetzt sogar, wie gesagt, ich bin selbst überrascht, dass die IG Metall jetzt an der Stelle wirklich so einsichtig ist, aber
Vielleicht, muss ich auch ganz klar sagen, weiß Christiane Brenner jetzt auch schon mehr als die Medien und ist deswegen bereit, dieses Opfer sogar von einem Lohnverzicht einzugehen, nur um Arbeitsplätze zu retten. Ist dann vielleicht sogar die IG Metall weiter, obwohl ja auch Christiane Brenner sogar SPD-Mitglied ist, als entsprechend die Ampel? Das dürften wir in den nächsten Wochen, Monaten erfahren. Und spannend wird es vor allem sein, wie das, ich sag's mal so, übersetzte, komme es, was es wolle, von Robert Habeck bedeutet mit der Rettung von VW.